Guten Morgen zur zweiten Ausgabe der Nana Videoberichte von der IT-Trans. Neben den klassischen Themen wie E-Ticketing und Echtzeitinformation stehen zunehmend auch Themen rund um die Digitalisierung im Fokus der Messe. Da sind die Schlagwörter autonomes Fahren, Mobility as a Service und Big Data. Vor der eigentlichen Messehalle stehen autonome Fahrzeuge, sogar zum Anfassen. Der Volocopter fliegt mit Strom. Schon in 3 Jahren wollen die Investoren, darunter Daimler, das Lufttaxi im Stadtverkehr einsetzen. Den autonomen Kleinbus Trapezio hingegen hat Trapeze mitgebracht, genauer gesagt die neue Tochterfirma Amotec. Nach etlichen Auftritten in Deutschland geht der Kleinbus demnächst in der Schweiz auf Linie, in Neuhausen am Rheinfall. Welche Ziele Trapeze mit Amotec und mit dem Trapezio verfolgt, erläutert Trapeze-Vorstand Peter Schneck. Es geht darum, die Herausforderungen der autonomen Mobilität in eine Leitstelle anzubinden und eben auch die Zukunft schon heute bedienen zu können. Bei autonomen Fahrzeugen beispielsweise den Batteriestand anzuzeigen, dann natürlich das Depotmanagement im Hintergrund und vor allen Dingen auch die Digitalisierung, die damit verbunden ist, also BI-Daten entsprechend auszuwerten. Ein Anziehungspunkt auf der IT-Trans sind die Vorträge. Im Market Update Forum präsentieren Berater und Praktiker Lösungen quer durch das Spektrum der Branche. Big Data wird für Bus und Bahn ganz neue Erkenntnisse bringen, aber Big Data muss verarbeitet werden und Big Data will analysiert werden. Lufthansa Industry Solutions hat Big Data bereits für den Luftverkehr ausgewertet, die Containerlogistik und für große Stadtbahnnetze. Was die Methode im Nahverkehr bringen kann, sagt Sebastian Blumenthal, Direktor Mobility and Transport. Sie können da hilfreich sein, wo es darum geht, das Kundenverhalten besser zu verstehen. Also warum nutzen Kunden besonders häufig bestimmte Streckenabschnitte? Zu welchen Zeitpunkten werden große Auslastungen vorherrschen? Prognoseverfahren herbeizuführen. Also all dazu können Smart-Data-getriebene Modelle eben einen guten Beitrag leisten, wo wir auch inzwischen Erfahrungen in entsprechenden Projekten bereits haben. Die Daten werden weiter in unserem Vertriebshintergrundsystem, sofern es dann beim Kunden auch vorliegt, dann bereitgehalten. Das datenführende System bliebe zum Beispiel Patris. Die Datenaggregation aus anderen Fremdsystemen, das könnten wir mit Smart Data Methodiken und Techniken dann realisieren. Mit den Möglichkeiten der Maschinen wachsen auch die Ansprüche der Menschen, von Aufgabenträgern und Fahrgästen. Dafür hat ICA diesen Ticketautomaten mit Videoberatung entwickelt. Aber auch der Wunsch nach WLAN nimmt zu. Von einer flächendeckenden Verbreitung spricht Jürgen Kern, der Chef von Netmodul, noch nicht. Standard würde ich das noch nicht nennen, aber wir sehen, dass es in den letzten Jahren sehr, sehr stark zugenommen hat. So hat beispielsweise die Hamburger Hochbahn im letzten Jahr alle ihre 1000 Busse mit Public WLAN ausgerüstet. WLAN bietet mehr Kundeninformation, fördert die Kundenbindung und Kundengewinnung, sagt Kern. Und? Ein sehr, sehr interessanter Aspekt war die Aussage, dass seit WLAN angeboten wird in den Bussen, dass die Zahl der Vandalismusfälle deutlich zurückgegangen ist. Auf der IT-Trans 2018 ist in vielen Bereichen eine Aufbruchsstimmung spürbar. Mit diesen Eindrücken verabschieden sich Nana, Nana Brief und die Fachzeitschrift Der Nahverkehr von Ihnen. Wir sehen uns wieder auf der IT-Trans vom 3. bis 5. März 2020.